Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin gerade immer noch in Prag auf der Charlesbrücke. Das wurde mir gerade erzählt. Und ja, diese Brücke wurde nach diesem bekannten König benannt, Charles. Und ja, ich drehe mich mal. Ja. Hier ist, da sieht man das schön. Hier steht auch etwas in Latein. Oh mein Gott, ich weiß so wenig über Prag und über Prager Sehenswürdigkeiten und so. Ich hätte mich vielleicht mehr informieren müssen, aber ihr seht dafür ganz viele tolle Sehenswürdigkeiten. Und hier hinter mir, seht ihr das? Also hier ist das Prager Schloss. Ja, und hinter mir ist auch noch eine Kathedrale. Ja, da hinter mir ist einmal das Prager Schloss und eine Kathedrale. Ja. Und hier, wie gesagt, auf dieser berühmten Brücke, von der ich leider noch nicht so viel weiß. Am Ende meiner Reise mache ich gerne noch ein Video für euch, wo ich alles recherchiert habe und euch wirklich all die Fakten nennen kann. Aber bis jetzt möchte ich wirklich nur meine Eindrücke filmen, ja? Meine Eindrücke von dieser schönen Stadt und euch einfach die ganzen Sehenswürdigkeiten zeigen, ohne viel Kommentare, sondern einfach nur, was man auf dem ersten Blick sieht. Ja? Und hier bin ich auf dieser Brücke und man sieht die ganzen Statuen hier, die ihr bestimmt schon gesehen habt. Also jetzt ist die Gruppe weg, jetzt kann ich euch das besser zeigen. Ja? Auch sehr, sehr christliche Symbolik, ja? Mit dem Kreuz. Ja? Und ja, das ist die Charlesbrücke. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Tschüss.